Morgen, liebe Schalker und Schalkerinnen. Pressekonferenz geguckt. Ich glaube, ihr auch und denke, ihr auch. Er hat einen guten Eindruck gemacht, der Herr Groß, wie immer. Fachlich, ruhig. Er hat auch mal einen guten Grund genannt, warum wir so viele Verletzte haben. Pech. Ja, es kommt mir auch so vor. Was soll sonst sein? Also, ja, wie gesagt, Pech. Ja, kann so sein. Ist vielleicht auch so. Und als Schalker sind wir das ja auch so ein bisschen gewohnt, ne? Mit dem Pech umzugehen oder umgehen zu müssen. Aber auch viel mit Misswirtschaft und anderen Dingen. Der Suche nach neuen Philosophien, weil unsere ja, was weiß ich, nicht gut genug ist für einige Herren und Damen und wie auch immer. Jedenfalls sieht es dann so aus, als wenn wir spielen wie immer, ne? Harit links, vorne Hoppe, ja, schauen wir mal. Kolasinac hatte also nur eine Erkältung, ist also auch wieder dabei, so wie es aussieht. Buschelab vielleicht auch. Alles okay. Fährmann natürlich nicht dabei. Uth nicht dabei. Auf die Frage, wer also nicht alles dabei ist, hat er erstmal den Hunter verschwiegen, hat dann aber hinterher gesagt, ja gut, den habe ich nicht genommen, den habe ich jetzt, der auch. Mal gucken, vielleicht ist das ja auch ein Geheimplan. Klasse fand ich auch das Interview oder den Einspieler von Marco van Hoogdalen, den man gefragt hat, wo es der Mannschaft dran fehlt und wo der Unterschied ist zwischen früher und ja, das lässt einen dann wieder an alte Zeiten denken, als er dann sagte, ja, wir hatten natürlich auch früher einen Manager, der uns unter das Publikum gemischt hat, der also dafür gesorgt hat, dass wir wissen, was der Verein für die Region und für die Menschen dort bedeutet. Ja, das fehlt definitiv. Natürlich mit Corona jetzt auch ein bisschen schwierig, ne? Aber trotzdem kann man da doch einige Anstrengungen unternehmen, um da eine bessere Nähe oder besseren Kontakt zum Fan und zu der Region aufzubauen. Aber willst du machen, ist wahrscheinlich die neue Philosophie. Okay, dann würde ich sagen, wir sprechen über all diese Dinge um 18 Uhr. Dann gehe ich wieder live hier mit der Botschaft und bleibe oder verbleibe bis dahin mit einem freundlichen und gespannten Glück auf. Knopf wieder suchen, da ist er und tschüss, bis später. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.